So, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, noch eine weitere Runde. Cities in Motion. Wir hatten ja hier am Ernst-Reuter-Platz gerade die Linie verändert. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir jetzt so machen. Bisschen im Plus sind wir auch schon wieder. Und hier wäre ein Auftrag. Wo hat er uns denn hier hingeschickt? Aha. Ja, irgendwann mal machen wir das bestimmt. Hier mitten ans Ende der Welt. So. Wir haben jetzt mal schon so ein bisschen uns die anderen Linien angeguckt. Aber eigentlich sieht das immer ganz gut aus. Aber wir brauchen unbedingt Geld für eine nächste, für eine große U-Bahn. Das wird hier einfach. Wir werden zum Ende des Dezembers einen von den kleinen verkaufen. Und dann hier auf die Linie noch einen großen setzen. Und hoffen, dass es reicht. Sicher bin ich mir nicht. Es könnte sogar sein, dass wir zwei große brauchen. 130, 180, ach Quatsch, nur 80. Und hier sind schon 400. Ah, das ist schon böse. Wir hätten ja hier eigentlich noch ein Gleis, um hier rauszufahren und in Richtung Fährberliner Platz zu ziehen. Und dann Richtung Zehlendorf weiter. Obwohl es fast gar nicht lohnt. In die Richtung mit einer U-Bahn, aber. Naja, mit kleinen Zügen geht's vielleicht. 1, 2 Haltestellen, Bahnhöfe. Hierhin. Vielleicht so. Kaserne, aber selbst da arbeiten hat man 20 Leute. Na ja, gut, ist doch ein bisschen mehr. Und hier mit den Sportplätzen, Freizeit, 2 Arbeitsstätten. Ich weiß halt nicht, wie viele Marker da sitzen. Ich würde mir ganz gerne mal, müssen nur ein bisschen das Datum im Auge behalten, doch mal ganz kurz die Buslinien angucken. Die Frage ist, machen wir es so? Ich glaube, wir machen es lieber über das Fenster. Das macht sich besser. Der Bus 1, genau. Ausgaben sind 26. 57, ich denke mal, es ist Sprit und Wartungskosten, die natürlich jetzt ein bisschen höher sind, weil wir ja auch da dran waren. Die Busse früher gewartet werden. Obwohl das Tatsache nur. Die Wartungskosten sind da scheinbar gar nicht eingerechnet. Okay. Und eigentlich dürfte der Bus gar nicht fahren. 21, der ist drunter. Also wir haben zwei Busse, die drunter sind.
hinter der Linie 1. Wo man gucken könnte, ob man einen Wagen rausnimmt. Ich gehe mal davon aus, dass wir es nicht machen. Weil sonst hier wahrscheinlich wieder die Hölle ausbricht. Die Linie 2, die sieht sehr gut aus. Die Linie 2 ist ja, glaube ich, die zum Färbeliner, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die sind alle sehr gut im Plus. So, nur mal hier gucken, dass sie da nicht... Ne, sieht gut aus. Die Linie 3. Die Linie 3 fuhr hier vom Neuendorfplatz los, genau. Da sind auch zwei Busse drunter. War auch nicht mehr so viel drauf. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang hatten wir da richtig viele Busse. Sind da noch 6. Ich glaube, da waren mal 10 Busse drauf. Nicht alles täuscht. Auf der Linie 4. Die Linie 4 fährt hier nach in Richtung Steglitz. Da wären es 3. Also hier könnten wir wirklich glatt überlegen, gleich einen rauszunehmen. Wer ist denn leer? Der hier. Sind noch 5 drin. Müssten eigentlich reichen. Dann die Linie 5. Da ist einer, der gar kein Geld verdient. Da brennt es gerade. Aha. Also gar nicht. 3, 7. Aber ich... Das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Es ist doch hier schon die Linie 5. Okay. Ich meine, hier warten 91 Leute. Wahrscheinlich stehen die so viel im Stau, aber die anderen gleichen es ja dann aus. 75. 40. 100. Gut. Achso, man darf ja auch mal nicht das Umsteigen vergessen. Wenn die natürlich irgendwo schon mal mit dem Bus eingestiegen sind, hier mit der U-Bahn herfahren und dann weiterfahren, zahlen sie ja dann für den Bus nicht nochmal. 82 sieht auch sehr gut aus, die Linie 6. Das ist ja die Linie da oben. Genau. Da bin ich echt erstaunt. Da sind ja nicht viele Wagen drauf und die läuft trotzdem, außer dass jetzt mal die Haltestelle hier ein bisschen voller war, läuft die echt gut. Und wir scheinen auch dadurch, dass wir hier die Haltestelle verlegt haben, der Linie 7 einen großen Gefallen getan zu haben. Ja, sieht alles gut aus. Könnte eher sein, dass da jetzt 1-2 Busse zu viel drauf sind. Ja, wir nehmen mal einen runter. Den hier. Da sind ja noch 7 drauf, das müsste reichen. Die Linie 8. Die fährt jetzt hier in Richtung Kreuzberg-Tempelhof durch die Gegend, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist Linie 9. Da ist Linie 8. Ne, Quatsch. Die fährt ja zum Hallischen Tor. Heißt denn eigentlich die Haltestelle wenigstens auch so? Nee, die heißt Marienplatz. Da warten 60. Und wie sehen die aus? Da sind so viele Busse drauf, dass wir hier einen Reiter haben. Ist auch nicht schlecht. Schon sehr, sehr viele Busse, die nichts verdienen. Also ich würde sagen, dann nehmen wir mal 2 runter. Die beiden. Dann ist es vielleicht schon besser. Dann noch die Linie 9. Das ist jetzt aber die, die da unten nach Tempelhof fährt. Oder auch einen raus, oder mittlerweile ist es auch hier nicht mehr so schlimm.
Hier geht es. Wie viele Busse sind denn da drauf? 15. Gut, also 14 sollten sie eigentlich auch tun. Wo ist der jetzt da? Wir müssen mal hier noch ausfahren. Abliefern die Fahrgäste und dann geht der auch zurück ins Depot. So, wir haben schon wieder einen neuen Auftrag. Okay, in Richtung Schloss. Ich werde mal einen Schluck Kaffee nehmen. So, weiter geht's. Die Bilanz. Oh, wir haben ein bisschen an Fahrgäste eingebüßt. Vor allem, die kommt aus Neukölln und geht ab und zu gerne mal abends im Schlosspark spazieren. Ja. Klar. Wer macht das nicht so? Und die Linie 10 haben wir uns, glaube ich, noch nicht angeguckt. Da sind drauf 20 Wagen. Da müssen wir auch unbedingt ran. Ich bin ziemlich sicher. Jetzt ist es nämlich hier nicht mehr so schlimm. Und wir werden versuchen, ich glaube, wir können die ja sogar verkaufen, also jetzt 6 im Depot. Ich würde mal sagen, wenn wir einen leichten Puffer noch, dass wir runtergehen auf 12. Noch raus. Hier den Wagen nehmen wir raus. Den Wagen nehmen wir raus. 13 noch ein. Wo ist denn der hin? Na gut, den nehmen wir jetzt mal nicht raus. Der ist wo? Der steht hier gerade rum. Dann nehmen wir den raus. Gut. Alles klar. Dann haben wir da die 12 runter. Das müsste jetzt um einiges wieder besser laufen. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viele Ausnahmen. Ausgaben. Und dann 6.000 machen wir plus. Das ist krass. Und wir wollten uns um die U-Bahn kümmern. Da fehlt uns jetzt auch nicht mehr viel. Da brauchen wir... Wir wollten ja sowieso die eine verkaufen. Gucken wir uns jetzt aber erstmal nochmal an. Kurz Play machen. So, das ist nämlich immer noch wirklich extrem. Da sind 105 drin. Hier 108. Gut, was soll's. Wagen verwalten? Nee, das ist ja die falsche Linie.
Mal den angewählt, ja. Der steht hier. Ich würde sagen, hat man gesagt, verkaufen wir. Oh, die Wirtschaft ist gestiegen, deshalb müssen wir jetzt auch deutlich mehr für die Züge zahlen. Ich hoffe, es reicht. Was kriegen wir denn dafür? Ach, da unten hätte der Verkaufswert gestanden. Doch, das reicht. Nehmen den dazu. Drücken wieder auf Play. Ich weiß jetzt nicht, wo er startet. Meistens am ersten Bahnhof nach, genau, dem Start, wenn der erste belegt ist. So, 32. Ja, die wird er ja locker wegkriegen. Dann müsste es hier auch besser laufen. Hier warten 19. Die sind ja relativ dicht beieinander hier, die Haltestellen, okay. Wie sieht's denn aus? 34. Hoffen wir mal, dass das reicht. Nicht, dass wir noch einen kaufen müssen. So, jetzt haben wir ja massiv eigentlich das U-Bahn-Netz weiter ausgebaut. Nächsten Monat können wir eventuell sogar mal überlegen, den einen Kredit abzulösen, wenn er jetzt nicht schon abbezahlt ist. Ne, der ist noch hier. Es wären noch 10 Monate. So, und hier sind 26. Das ist doch Bülowstraße, ja. Da wartet sogar nur einer. Ja, jedes Mal, wenn man eine neue Haltestelle dazu setzt, verändert sich halt eigentlich komplett alles. Aber wenn man eine ganze Menge verändert, muss man halt wirklich nochmal überall durchgehen. So wie wir es eben gemacht haben mit den Bussen. Gucken, ob es noch einigermaßen hinhaut. Nach den Preisen können wir noch mal gucken. Wir haben ja gesagt, die Wirtschaft ist ganz schön gestiegen. Können wir uns ja auch noch mal angucken. Oh, die ist bei plus 1%. Die Anzahl der Autos ist ein bisschen gestiegen. Die war eigentlich immer so bei 11%. Aber oh, was soll's? Das soll uns nicht stören. Und die Wirtschaft war schon mal höher. So, wo ist denn unser Zug jetzt hier? Da. Er hat jetzt schon drinne 36. Und wie weiter geht's? 74. Na, sieht doch gar nicht schlecht aus. So. Dann fährt sie hier wieder hoch. Runter hoch. Mit 147 sind jetzt schon mehr drin. Als in den Halbzügen.
Wie viel steigen hier ein? Dann wird der wahrscheinlich fast voll sein. Ich bin mal wirklich gespannt auf den Zoo, was da los ist. Wie viel der da wegkriegt. Einer noch. So, es stehen tatsächlich immer noch 25 am Bahnsteig. Und jetzt wird es hier auch schon eng. Interessant. So, sind 200. Ne. Das ist immer noch so krass. Und 53 warten immer noch. Er hat gerade mal die Hälfte weggekriegt. Na gut. Also eventuell brauchen wir sogar noch einen großen. Die stehen hier schon bis in der Zwischenebene. Und warten, dass sie auf den Bahnsteig können. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, mit dem Bild hier verabschieden wir uns dann auch mal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich bedanke mich bei euch beim Zugucken. Und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, meine Freunde.